Und willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ja, wir werden die, ich hoffe mal, letzte Codex-Seite zu Leonardo bringen. Ja, und hoffentlich haben wir jetzt auch alle Aussichtspunkte hin, damit ihr mich nicht noch öfter sterben seht. Weil ich in der letzten Aufnahme drei? Ich glaube dreimal war es. Dreimal gestorben bin. Und jedes Mal wegen der gleichen Sache und jedes Mal wegen diesem gleichen beschissenen Kreuz auf dem Dach, das total unnötig ist. Also für Assassin's Creed eigentlich nicht, weil es ja skillweise witzig ist, aber egal. Für Pros wie mich ist das einfach zu einfach und das geht dann einfach nicht. Eingebildet sei. Ich werde jetzt mal keinen angreifen, weil ich jetzt es mal ausnutzen will, die Immunität zu besitzen. Wenn ich es irgendwann mal schaffe. Nein! Ich wollte. Egal. Und dann gucken wir doch einfach mal, was wir so Schönes machen können. Nein, da rennen wir nicht hinterher. Puh, es war knapp. Das war verdammt knapp. Ich höre mich vielleicht auch etwas heiser an, weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt in Agile richtig Aktivität und, oh mein Gott, ich muss reden, ey. In meiner ganzen Spielkarriere musste ich nicht reden im Spiel, aber, oh, die fordern mich ja sowas von. Nein, es geht eigentlich. Ich bin ja mehr so der Typ, der redet, wenn man mir was fragt oder etwas von mir will, aber von sich aus in der Regel eher wenig redet. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ja, wir tauschen einfach diese beiden Zeilen und schieben sie nach links. Fertig. So, und die Codex-Seite bringen wir jetzt sofort zu der Villa, weil ich wissen will, ob das die letzte ist. So. Ich glaube, da ist es leichter hinzukommen. Da muss ich ja, glaube ich, nur geradeaus laufen. Oh, ich glaube sogar, das ist zu schwer für mich. Ah, ne. Ich hätte die Brücke gefunden. Gut. Ja, wo war ich denn? Genau, bei dem Reden. Und hier rede ich ja relativ viel. Was man aber dann bei Minecraft wieder sieht, da rede ich ja, wenn ich da jetzt gerade alleine bin, fast gar nicht. Aber das liegt dann auch, glaube ich, eher daran, dass ich eben die ganze Zeit mit mehreren die ganze Zeit rede und wenn ich dann auch plötzlich alleine bin, dann einfach mich nicht so schnell umstellen kann. Also Ausrede jetzt. Aber hier, da rede ich ja die ganze Zeit mit mir selber. Weil das tue ich viel zu gerne. Und deswegen rede ich einfach hin und wieder doch mal. Glaubt es kaum. Fürs Abfangen von Borgia. Ach so, die Dinger, die ich immer töten will. Aber eigentlich sollte man die einfach nur umschubsen. Das ist dann aber auch wieder blöd gemacht, dass man eben alles machen kann. Man kann einfach nur sie beschießen, ne? Mit so einem Wurfpfeil. Wurfmesser. Ich glaube, das reicht sogar schon, um das Geld zu bekommen. Man kann so umschubsen, um das Geld zu bekommen, aber man kann es auch töten. Und da ist in vieler Hinsicht einfacher. Hört sich blöd an, ist aber so. So. Weil es einfach kann, gebe ich auch die Feder ab. Wenn man schon mal hier ist, ne? Wie ruhig ist es die ganze Zeit. Und wieder. Jetzt bekommen wir einen Freund. Mehr. Oh, das sieht aber gut aus, dass wir alle haben. Jetzt gucke ich aber mal auf die Uhr. Wir sind bei 4, sag ich mal, 5 Minuten. Wir haben 22, beziehungsweise 23. Weil solange ich das Rätsel mache, will ich nicht dann. Oh! Yeah!
So, ach du Scheiße. Nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte sie drehen. Der Rand ist relativ einfach. Wenn ich... Ah, jetzt habe ich's. Deswegen mache ich den als erstes. Weil wenn man schon so eine gute Vorlage hat, dann kann man sie auch nutzen. Oh, ein zu weit. Ne, ich glaube, jetzt kann man auch schon erkennen, dass das ein Sternsystem darstellen soll. Da will ich mich aber, wie gesagt, auch nicht zu weit aus dem Fenster wagen, weil ich mir da auch nicht hundertprozentig sicher bin. Wenn es wer weiß, kann es gerne mal reinschreiben. Das würde mich dann nämlich auch mal recht interessieren, ob ich mit meiner Vermutung da gar nicht mal so falsch liege. Was stimmt denn hier? Ach, hier, das hier. So, na und jetzt? Was stimmt jetzt hier nicht? Es sieht doch eigentlich alles richtig aus. Das könnte nämlich zum Beispiel auch passen, ne? Das ist ja das Blöde. Nee. Das muss so. Ja, so könnte es eigentlich auch. So nicht unbedingt. So vielleicht. Und dann... So. So. Ich habe letztes Mal auch so richtig lange für gebraucht. Ach, richtig lange. Ich bin ja erst seit 2 Minuten dran. Für die anderen Rätsel haben wir länger gebraucht. Ah, das sieht richtig aus. Das ist schön. Zumindest etwas. So, dann gucken wir mal, ob hier. Nee. Dann gucke ich mal, ob hier irgendwie. Nee. Gut. Gut, gut, gut. Das war der Teil. Ja. Ah. Ah. Die Weltkarte soll es darstellen. Da oben links ist USA, wir sind da so in der Mitte, Europa. So, und jetzt? Das hat mir jetzt gebracht. Was? Lesen? Ne, dann bin ich ja da, dann wieder. Verstehe ich nicht. Ist das jetzt einfach nur so? Ich fühle mich leicht verarscht. Ich will, dass sich irgendwas tut. Ich will, dass sich hier irgendwas öffnet. Ich will... Was ist das denn jetzt hier für ein Scheiß? Oh no. Ich glaube, ich werde jetzt die Aufnahme etwas früher machen. Ich werde kurz im Internet gucken, ob das jetzt schon alles war oder ich einfach zu blöd bin, irgendwas zu machen. Ich bin mir sicher, dass ihr auch dafür seid, da ihr es behindert finden würdet, wenn ich jetzt erstmal weggehe, um noch die paar Minuten vollzukriegen und dann wieder hierher kommen würde. Naja, 9 Minuten sind aber auch was. Wir haben ja das geschafft, was wir in der Folge schaffen wollten und wir sehen uns dann in der nächsten hoffentlich mit erfreulichen Nachrichten. Und bis dahin. Tschüss.